58 Minuten flog der FCS in Richtung Tabellenspitze. Sven Zögler steuerte sein Team und doch war es am Ende eine Bruchlandung. Ja, natürlich ist schön, wenn man zwei Tore macht, aber im Endeffekt hätte ich lieber keins gemacht und wir hätten die drei Punkte. Und so stehen wir jetzt halt mit einem Punkt da und das ist ärgerlich. Schon nach drei Minuten war es Zögler, der Ziemer perfekt in Richtung 1:0 schickte. Doch die Flugbahn des Balles wurde nicht vom Netz, sondern von der Latte gestoppt. Der Dank an den Vorbereiter. Sven Zögler, der Taktgeber einer guten Saarbrücker Mannschaft in der ersten Halbzeit. Nach einer halben Stunde stürmte dann ein FCS-Verteidiger und wurde nach Sichtweise von Schiedsrichter Winkmann gefoult. Salger soll Forkel umgestoßen haben. Nicht jeder Unparteiische gibt einen solchen Strafstoß. Sven Zögler dachte darüber sicher nicht nach. Er verwandelte, brachte seine Mannschaft in Führung und der FCS startete den Anflug auf Tabellenplatz 1. Seit 16 Spielen ist das Team ungeschlagen und gestern Abend sah alles lange nach einem Sieg aus. 4 Minuten vor dem Pfiff, der die Halbzeiten teilt, wieder Zögler, wer sonst? Und nur ihm konnte gestern ein solcher Treffer gelingen. Das dritte Saisontor des Mannes mit der Nummer 7. Ein besonderes, weil besonders sehenswert und besonders wertvoll. Denn nun lag Saarbrücken mit einem Sicherheitsabstand vorne. Doch nach der Halbzeit wurden dann Fehler gemacht. Wir hätten auf das dritte Tor spielen müssen, ja, dann hätten wir das gewonnen. Ich meine, die Mannschaft war hier überlegen. Die haben gegen Aufstiegsfavoriten, sage ich mal, oder Mitaufstiegsfavoriten, klar die Überhand gehabt, über 80 Minuten. Und von dem her kann man ja keinen Vorwurf machen. Nur heute, man muss jede Minute konzentriert sein und das waren wir heute nicht. Vor allem in der 53. Minute nicht. Nach einer Standardsituation wird Hudek nicht entscheidend gestört. Das 1:2, ein Anschlusstreffer, der alles veränderte. Der den VfL zurückbrachte und den FCS verunsicherte. Ich glaube, zur Halbzeit hätte keiner auch nur einen Cent auf uns gesetzt. Und wir haben uns vorgenommen, in Ruhe und in der Ordnung weiter zu spielen und endlich das Spiel zu finden und dass wir heute dann aus einer Standard den Anschluss machen. Ich denke, das braucht man in so einem Spiel, wenn man eigentlich zur Halbzeit schon mausetot ist. Und ja, das war der Knackpunkt, das war ein Hallo-Wach-Effekt für uns und der uns wieder ins Spiel gebracht hat. 5 Minuten später, Osnabrück jetzt sogar überlegen und Kampel trifft. Er trifft für den VfL und den FCS ins Herz. Höhenflug gestoppt, die Tabellenführung konnten sich die Saarländer abschminken. Saarbrücken hatte dieses Spiel leichtfertig aus der Hand gegeben. Nach 2-0-Führung ist es natürlich ein bisschen enttäuschend. Ja. Wir haben es in unserer Hand gehabt, aber 2-0 ist immer ein gefährliches Ergebnis. Und nach der Halbzeit haben wir eine Viertelstunde ja, geschlafen. Dann haben die aus ihren 2 Chancen die 2 Tore gemacht. Und danach hat die Mannschaft wieder versucht, aber es hat nicht gereicht. Und war schade. Und Sven Zögler, 2 Tore, kein Sieg. Das Spiel wird nachwirken.